Herzlich willkommen, ich bin Elias und ich wollte mich vorstellen hier, weil ich zusammen mit Dario und Sergio einen neuen Kanal auf YouTube eröffnet habe. Die drei Erbsenhirne. Ja, wir werden in Zukunft versuchen, regelmäßig Let's Play und Kommentare darauf zu veröffentlichen. Und ja, hier ist jetzt das erste. Und man sieht ja hier auch schon, dass wenn wir Kommentare aufnehmen, es nicht hier so ein Möchtegern-Pro-Zeug ist, wo wir zeigen, wie gut man Spawn Cappen oder anderes kann. Ja, wir versuchen alles ein bisschen lustiger zu gestalten. Genau. Und jetzt wollte ich erstmal die ersten Let's Plays, die jetzt auf jeden Fall kommen werden, sagen. Von mir zusammen mit Dario wird erstmal Fallout 3 jetzt Let's Play. Dario selber wird Battlefield 3 Let's Playen. Ich werde Resident Evil 4 und 5 Let's Playen. Sergio wird Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City Let's Playen. Ja, jetzt komme ich dann erstmal zum Spiel, weil das war erstmal so zur Vorstellungsrunde. Warum wir jetzt auch nicht unbedingt Modern Warfare 3 Let's Playen. Ich finde einfach, das Spiel hat sich seit Call of Duty 4 Stück für Stück von Qualität abgebaut und macht immer weniger Spaß, sowohl online als auch offline. Die Kampagne von Call of Duty 4 war die einzige, die mir noch irgendwo Spaß gemacht hat. Die von Modern Warfare 3, muss ich zugeben, habe ich selber noch gar nicht durchgespielt. Ich habe es nie geschafft, durchzuhalten, mehr als ein Level durchzuspielen. Und ja, Multiplayer, die stört halt an der Akimbo-Waffe, weil die einfach, man hat viel zu viel mit Glück dann einfach den Gegner rein und komischerweise macht man dann irgendwelche Kopfschüsse. Scharfschützengewehre, Quickscopen, war bei Call of Duty 4 an sich ein Bug, der drin war. Hier ist es still und extra wieder reingemacht worden. Wir verlieren C. Und im Grunde finde ich die Killgeschwindigkeit hier zu schnell und macht mir keinen wirklichen Spaß mehr. Ja, das ist der Grund, warum man hier nicht so viel sehen wird. Ich werde wahrscheinlich mehr Call of Duty 4 Gameplays auch hochladen, weil es einfach meiner Meinung nach man da viel mehr mit was mit Skill zu tun hat. Oder vielleicht auch Halo, wenn ich da mal irgendwie mal bald mal wieder Lust zu haben sollte. Ja, man sieht hier, ich habe echt viel drauf gehabt, einmal kurz eine Granatentaste zu drücken. Ja, ich mache diese Einführung alleine, weil Dario ist heiser, Sergio ist gerade nicht in der Nähe, ist beim Kumpel und Mikrofon ist angekommen und dachten wir, machen wir das erste Video. Ja, ich hoffe, es gefällt euch auch, was ich hier mache, dass es euch nicht völlig nur langweilt. Und ja. Es gibt mir jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Da das nicht sonderlich ein komplexer Multiplayer ist, gibt es wirklich nicht viel zu dem Multiplayer, was ich davor noch sagen könnte. Also lasse ich euch das mal in Ruhe anschauen und verabschiede mich hier schon mal. Auf Wiederschauen. Aufklärungsdrohne Einsatz. Explosivköder bereit. Raketenstellung einsatzbereit. Raketenstellung einsatzbereit. Raketenstellung einsatzbereit. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Aufklärungsdrohne online. Feindlicher EMP, Delta Elektronik ausgefallen. Charlie gesichert.
einsatzbereit. Wir haben Alpha verloren. Raketenstellung einsatzbereit. Wir verlieren C. Raketenstellung einsatzbereit. Alpha wird gesichert. Alpha wird gesichert. Mission ausgeführt. Gut gemacht.